Ja, guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, zum zweiten Abend unserer achteiligen Serie im Mies van der Rohe Haus in Berlin, die sich mit dem Denkmal von Ludwig Mies van der Rohe für die Revolution und für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht beschäftigt. Ich heiße Ulf Meier, ich habe die Freude und Ehre, durch den Abend führen zu dürfen und die Reihe auch mit konzipiert zu haben. Mir zur Seite sitzt Jörn Köppler, der ebenfalls den Abend mit moderieren wird. Und gerade so wie beim ersten Auftaktabend haben wir zwei hochkarätige Referenten für Sie gewinnen können. Vielen Dank dafür, dass Sie die Zeit finden, nach Berlin und in dieses Haus zu kommen. Und die werde ich Ihnen auch gleich vorstellen, nachdem ich ganz kurz der Versuchung widerstehen werde, inhaltlich zu sehr ins Thema einzusteigen. Aber ich darf doch bemerken, dass diese Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre, wenn es nicht eine Initiative vom Förderverein des Mies van der Rohe Hauses gegeben hätte. Und speziell dem Vorsitzenden des Vereins, Ingolf Kern, würde ich bei dieser Gelegenheit gerne für seine Unterstützung danken. Und ein zweiter Dank geht an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe, die nur auf den ersten Blick kurioserweise Mittel aus dem sogenannten besonderen touristischen Projekttopf gefunden hat und mit denen diese Diskussionsreihe unterstützt wird. Ebenfalls zu danken ist dem Mies van der Rohe Haus, speziell seiner Leiterin Dr. Vita Noack und Simon Behringer für die wie immer vorzügliche Vorbereitung und Organisation. Ja, es wäre zu repetitiv, an allen acht Abenden zu versuchen, ganz kurz ins Thema einzusteigen. Deswegen versuche ich mal, es auf einen Satz zu destillieren. Das Denkmal für die Revolution von 1918 ist in mehrerer Hinsicht interessant, nicht zuletzt aus architekturhistorischer Sicht, aber vor allen Dingen auch aus polithistorischer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht. Ist dieses Denkmal ein besonderer Bedeutungsträger? Und die Frage, wie es zum Verlust des Denkmals kam und ob ein De Wiederaufbau technisch, intellektuell, kulturell, architektonisch machbar, denkbar und wünschenswert wäre, ist offen. Und Ziel dieser Serie ist es, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln diese Frage zu beleuchten. Es geht nicht darum, Parteien zu formen oder Unterstützergruppen zu sammeln oder ähnliches mehr, sondern es geht darum, dieses Thema aus möglichst verschiedenen Perspektiven und durchaus kontrovers zu diskutieren. Jetzt darf ich ganz kurz erläutern, wie wir uns den Abend vorgestellt haben und dann darf ich die Referenten vorstellen. Wir haben die Referenten gebeten, in circa 20 bis 40 Minuten, die Spanne ist recht breit, einen Vortrag zu halten. Man könnte es vielleicht Impulsvortrag nennen, der in Ihre Sicht auf das Thema einstimmt. Und dann werden Herr Köppler und ich uns es zur Aufgabe machen, Sie miteinander ins Gespräch zu bringen. Gegebenenfalls auch mit dem Publikum. Es ist vielleicht gut zu erwähnen, dass heute endlich und zum ersten Mal Publikum im Raum sein darf und wir ermuntern Sie jetzt schon bei der nächsten Veranstaltung im Mai noch stärker davon Gebrauch zu machen, dieses schöne Haus an so einem besonderen Abend kennenzulernen und zu erleben. Und mit diesen Worten darf ich zu meiner Linken zunächst den Referenten vorstellen, den wir gebeten haben, als erstes zu uns zu sprechen. Das ist Professor Dr. Michael Mönninger. Und ich sage jetzt schon vorab, dass beide Referenten großzügigerweise erlaubt haben, dass wir die akademischen Titel nur einmal nennen und nicht durchgehend, immer zwanghaft. Herr Mönninger ist vielen von Ihnen sicher schon bekannt, denn er hat über viele Jahre in allen großen Zeitungen dieses Landes und darüber hinaus, ich finde, sehr klug und sehr intellektuell brillant über Architektur und Fragen des Städtebaus geschrieben. Und ich darf ganz kurz in seinen Lebenslauf einführen. Herr Mönninger hat Germanistik, Philosophie, Soziologie und Kunstgeschichte in Frankfurt studiert und war dann Redakteur, Architekturkritiker, unter anderem bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, für die er bis heute tätig ist, aber auch für große Magazine wie den Spiegel aus Hamburg oder die Zeit. Er promovierte in Karlsruhe bei Heinrich Klotz und Hans Belting und war Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin. Nach einer Lehrstuhlvertretung in
Wien an der Universität für angewandte Kunst ist er seit mittlerweile, rechne ich aus, 15 Jahren Professor für Geschichte und Theorie der Bau- und Raumkunst an der Hochschule für bildende Künste in Braunschweig. Es ist eine große Freude und eine Ehre, Sie heute hier haben zu dürfen. Ihr Vortrag ist übertitelt vom Nutzen und Nachteil architektonischer Rekonstruktionen. Denn wir wollen, und das verspreche ich mir von Ihrem Vortrag, über diesen engeren Zirkel der Architektur, historischen Diskurse hinausgehen und wollen auch das Feld weiten, das kündigt Ihr Titel auch schon an, was eine mögliche etwaige Rekonstruktion eines Denkmals wie diesem gesellschaftlich, politisch auch bedeuten könnte. Er hat, Dr. Mönninger hat ganz kurz skizziert, dass es in seinem Vortrag um den Streit zwischen Original und Reproduktion gehen wird und die engen Grenzen der Bauforschung und Denkmalpflege in diesem Kontext schon lange gesprengt wurden. Die Kulturwissenschaften gehen heutzutage der Frage nach, wie es dazu kommt, dass verlorene Bauwerke ein vitales Eigen- und auch Nachleben entwickeln können, wenn sie über längere Zeit mit Erinnerungsgehalten und Bedeutungszuschreibungen aufgeladen werden. Lasse ich vielleicht mal so ganz kurz dabei bewenden, das können Sie selber viel besser gleich noch ausführen. Und eine ebenso große Freude ist es, Dr. Andreas Contursi als Gast im Mies van der Rohe Haus zu haben. Herr Dr. Contursi schafft das Unmögliche. Er ist sowohl als praktizierender Architekt tätig, als auch Intellektueller und Autor im Bereich der Architektur und Architekturgeschichte. Er kommt ursprünglich aus Salerno, aber lebt seit längeren Jahren in Köln und hat ursprünglich Architektur studiert an der Universität degli Studi Federico II in Neapel und auch an der Bauhaus-Universität in Weimar. Und aus dieser Zeit in Weimar stammt dieses Werk, das viele von Ihnen sicher schon kennen und auch genießen konnten. Das heißt Mies van der Rohes Monument to the November Revolution in Berlin-Lichtenberg und ist, soweit ich weiß, Sie dürfen gerne widersprechen, das bislang einzige Werk, das jemand über dieses Denkmal geschrieben hat. Das Buch sei bei dieser Gelegenheit jedem dringend empfohlen. 2011 promovierte Herr Contursi an der Bauhaus-Universität allerdings nicht zu diesem Thema, sondern zu einem anderen, auch interessanten Thema, nämlich dem Wiederaufbau Berlins nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Sein Beitrag ist übertitelt mit Verwirklichte Utopie, das Revolutionsdenkmal und die neue Raumwahrnehmung. Ganz kurz versuche ich, das anzureißen. Er schreibt, selten in der Geschichte waren künstlerische und politische Diskurse so tief miteinander verflochten wie in der Zeit der Weimarer Republik. Die kulturelle Wende dieser Jahre kann als kritischer Punkt gesehen werden, an dem alle Widersprüche der kapitalistischen und industriellen Entwicklung explodierten. So viel vielleicht für den Moment, das können Sie auch gleich noch schöner selber ausführen. Der Plan ist, dass zunächst mal Dr. Mönninger uns circa 20 bis 40 Minuten in seine Welt entführt und dann fast nahtlos würden wir dasselbe von Herrn Contursi erbitten. Und ganz kurz darf ich auch noch Dr. Jörn Köppler vorstellen. Von ihm würde ich dasselbe behaupten. Er vermag es auch, das Unmögliche zu erreichen, nämlich Architektur und Theorie miteinander zu verbinden. Dr. Köppler hat mindestens zwei interessante Bücher, Sinn und Krise der Moderne zum Beispiel, zur Architekturtheorie verfasst und ist aber gleichzeitig auch praktizierender Architekt in Potsdam. Und ich freue mich sehr, dass wir zusammen den Abend moderieren dürfen. Danke. Herr Mönninger, wären Sie schon bereit, uns zu... Dankeschön. Kursi. Können Sie sich vorstellen, wenn man zu einem konkreten Bauwerk und dessen Frage der Wiederaufführung der Geschichte gefragt wird, vorzutragen, und man sitzt dann zufällig neben dem weltbesten, fast einzigen Kenner, der alles von diesem Bauwerk weiß, was manchmal sehr begrenzt ist, aber was soll man da machen? Das kann man nicht mehr toppen, auf den Schultern dieses Riesen kann man nicht stehen. Also habe ich Herrn Meyer gebeten, etwas allgemeiner über das Thema sprechen zu können und nicht nur Mies van der Rohe, sondern erstmal die Frage, wie es dazu kommt, dass verlorene Bauwerke heute, je länger sie verschwunden sind, ein umso eigenständigeres Nachleben entwickeln, dass die Rufe nach ihrem Neu- und Wiederaufbau immer lauter werden. Und dass diese Bauwerke, die verschwunden sind, dabei mit erinnerungsgehaltenen Bedeutungszuschreibungen aufgeladen werden, die manchmal sehr überraschend sind.
Zuweilen lösen sich diese Zuschreibungen und Neuaufladungen dann von ihrer authentischen materiellen Bausubstanz und eröffnen ganz neue Deutungsperspektiven. Klar ist zunächst nur, dass die architekturbezogenen Disziplinen mit dieser Frage, mit dieser imaginären Kunstgeschichte heillos überfordert sind. Ich stelle eher aus kulturwissenschaftlicher Sicht deswegen die Frage, welche gesellschaftlichen Motive und welche kommunikativen Prozesse hinter den Neubewertungen der Rekonstruktion von Bauwerken oder Denkmalen stehen. Vor allem, wenn es um politische Erinnerungsorte geht. Aber bevor ich auf unser Thema der Rekonstruktion der möglichen des Novembermonuments von Mies van der Rohe eingehe, möchte ich eher allgemein zum Thema von architektonischen Repliken sprechen, der letzten ungefähr 1800 Jahre. Wir erinnern uns ja an die langjährigen Kontroversen um die Wiederaufbauschlösser von, was war das, Berlin, Braunschweig, Hannover, Potsdam, habe ich irgendwas vergessen, Dresden, das ist nicht nur ein Schloss, da ist noch viel mehr rekonstruiert, oder die rekonstruierten neuen Altstädte, nämlich Frankfurt und Dresden. Und dabei ist deutlich geworden, dass das Grauen vor der Künstlichkeit einer willkürlich aktualisierbaren Baugeschichte groß ist, vor allem natürlich bei der Fachöffentlichkeit von Architekten und Denkmalpflegern. Die sind stellvertretend für das Ganze entsetzt. Die wollen nämlich Geschichtszeugnisse nur in ihrem Alterswert als Faktum brutum gelten lassen, ohne synthetisierende soziale Praxis. Aber ich meine, Steine reden nicht, das tun nur Menschen. Und derweil verärgert das Publikum die Fachwelt mit einer geradezu skandalösen Bereitschaft, sich von Surrogaten mehr inspirieren zu lassen als von Originalen. Das hat die Wiener Philosophin und Künstlerin Elisabeth von Samsonow sehr intensiv beschrieben. Und sie sagt, während die Architektur- und Denkmalsexperten Rekonstruktionen oft als Sehnsuchtsbilder einer heileren Welt und somit als Kontingenzbewältigung verurteilen, gibt es beim Publikum eine deutliche Abstimmung mit den Füßen, und diese Abstimmung drängt auf Teilnahme an etwas Nicht-Gegenwärtigem, das trotzdem anwesend ist. Etwas Nicht-Gegenwärtiges, was trotzdem anwesend ist. Für das moderne Verständnis beruht die Memorialfunktion der Architektur ja vor allen Dingen retrospektiv auf ihrem Alterswert. Dagegen verkörpern synthetisch rekonstruierte Erinnerungsorte ein prospektives Gedenken, das weder den Toten noch den Ungeborenen gewidmet ist, sondern in erster Linie den heute Lebenden. Und damit beschwören diese falschen Gebilde, die Frauen, Kirchen und Stadtschlösser und Knusperhäuschen in den Altstädten, sie beschwören einen nahezu vergessenen Seinsmodus, einen, wie Elisabeth von Samsonow sagt, ich zitiere, einen luxuriösen Zustand aus Hypnose und Imagination, der eigene symbolische Räume eröffnet. Angesichts der Vielzahl heutiger Rekonstruktionen könnte man ja meinen, unsere Gegenwart falle seit Jahren in die Dom-, Schloss- und Bogenbaubegeisterung des 19. Jahrhunderts zurück. Sie sehen das schöne Traumbild des Professors von Cockerell aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, wo die gesamte Weltgeschichte nochmal aufgefahren ist und das an retrospektiven Träumen aktualisiert, was damals im Historismus Sehnsuchtsobjekte waren. Damals verfasste ja Friedrich Nietzsche seine wütende Historismuskritik mit dem Titel Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben. Und darin attackierte er, ich zitiere, das widrige Schauspiel einer blinden Sammelwut, eines rastlosen Zusammenscharens alles einmal Dagewesenen. Zitat Ende. Aber es lohnt sich, diesen gegen den Rekonstruktionselan allzu leichtfertig ins Feld geführten Nietzsche aufmerksam weiterzulesen. Ich zitiere, der Mensch hüllt sich in Moderduft. Es gelingt ihm, selbst eine bedeutendere Anlage, ein edles Bedürfnis durch die antiquarische Manier zu unersetzlicher Neubegier, richtiger Alt- und Allbegier herabzustimmen. Und es ist doch erstaunlich, dass Nietzsche die Worte Neubegier, also Neugier und Altbegier oder Altgier, noch nicht als Gegensätze verwendet, sondern synonym. Es scheint, dass der Philosoph in seinem Plädoyer für eine kritische Geschichtsauffassung und für eine neue Gestaltungskraft der Menschen sich nicht vom Vorwärts-Rückwärts-Schema der prospektiven und retrospektiven Bedeutungen und Erinnerungsgehalte beirren lässt. Vielmehr möchte Nietzsche als Authentizitätsbeweis für eine lebende Historie
einzig an den Mutwillen seiner Zeitgenossen appellieren, an den Mutwillen, die Konstrukthaftigkeit der Geschichtsbezüge ins Bewusstsein zu rufen. Denn Nietzsche will, dass der Mensch mit seiner, ich zitiere, plastischen Kraft die Geschichte, Zitat, vor Gericht zieht, inquiriert, verurteilt und mit dem Messer an die Wurzeln geht. Der Mensch soll gegen das von alters her angeborene und anerzogene einen neuen Instinkt, eine zweite Natur setzen und sich a posteriori eine Vergangenheit geben, aus der man stammen möchte. Das ist also nicht nur Historismuskritik, das greift ein bisschen tiefer, die plastische Kraft, die nach vorn und nach hinten ausgreifen kann, um sich eine Vergangenheit zu geben, aus der man stammen möchte. Die gesamte Baugeschichte ist ja voll von dieser zweiten Natur der nachträglich geschaffenen Vergangenheitsbezüge von Aufladungen und Umdeutungen. Und nehmen wir mal das Beispiel des Kölner Doms. Ja, wir wissen, zu Beginn der Vollendungsarbeiten 1840 sollte er die Freiheit und Einheit der Deutschen und des Volksgedankens vorwegnehmen. Als er dann 40 Jahre später war, nach seiner Fertigstellung, verkörperte er dann plötzlich den aggressiven Nationalismus und die preußisch-kleindeutsche Machtentfaltung. Dasselbe Bauwerk, dieselben Muster, dieselben Steine, völlig umgedreht in der Bedeutungsaufladung. Dann haben wir die Dresdner Frauenkirche, die ebenfalls reichliche Umdeutungen erlebte. Erst wollte ja die DDR-Führung die Ruine abreißen. Dann erklärte sie die Trümmer zum Mahnmal gegen Faschismus und Krieg. Danach kam wieder ein ganz anderer Protagonist auf die Bühne, nämlich die Schwerter zur Pflugscharen-Bürgerbewegung. Die machte sie für eine Leitikone zu 1989. Und heute gilt diese Friedenskirche als Monument des Friedens und der Versöhnung, nicht zuletzt in Großbritannien. Ein und dasselbe Bauwerk, ein und dasselbe Genius Loci, komplett einmal um die Achse gedreht. Ja, dann hier in Berlin haben wir ja auch so ein Projekt, da verschone ich Sie jetzt, die Frauenkirche, habe ich vergessen, die Bilder. Berlin, jetzt zeige ich Ihnen nur ein historisches Bild, weil ja wir in Berlin ja nicht alle sehr glücklich damit sind. Hier war ja auch eine Umdeutung von der Hohenzollernresidenz bis zum Humboldt-Forum der Weltkulturen, der Wendepunkt in der lange Zeit festgefahrenen Wiederaufbaudebatte. Also hier nur ein Modellfoto. Nun ist aber seine Funktion heute unter kolonialismuskritischem Beschuss geraten. Ich blende deshalb ganz, ganz schnell wieder zur Nervenschonung den Charles Cockerell ein, damit sich hier keiner über das Schloss aufregt. All diese baulichen Narrative lassen sich wie ein aufgeschlagenes Buch dieser konstruierten zweiten Natur lesen, die ja Nietzsche als emphatische, plastische Kraft bezeichnete. Diese emphatisch bezeichnete plastische Kraft wird also heute von den Denkmalpflegern scharf diskreditiert. Dagegen hat der ehemalige bayerische Generalkonservator und spätere ICOMOS-Präsident Michael Pitzit ja schon vor Jahren scharfen Prozess angemeldet. Er nennt die Vertreter der orthodoxen Denkmalpflege prüde Substanzapostel und fordert, dass zum herkömmlichen materialistischen Denkmalverständnis heute auch der, ich zitiere, rein ästhetisch motivierte Schauwert und der gern vernachlässigte Gefühlswert der Bauwerke kommen müsse, der dann auch rekonstruierende Wiederherstellung legitimieren kann. Diese neue gefühlsbetonte Altgier kann sich sogar auf die Weltkulturerbekonferenz in Nara von 1994 berufen, als die rekonstruktionsfeindliche Denkmalskarte von Venedig entscheidend erweitert wurde. Nach der Erklärung von Nara 1994, also 30 Jahre nach Venedig 1964, nach Nara zählen zum authentischen Denkmalswert des historischen Erbes nicht mehr allein substanzielle, retrospektive Qualitäten von Form und Material und Standort, sondern nun auch gleichsam geistige, prospektive Faktoren wie Gebrauch, Funktion, Tradition sowie, Zitat, Spirit and Feeling, also Geist und Gefühl. Nun, das sind ja freilich sehr, sehr emphatische Begriffe, die es den Fachdisziplinen schwer machen, die Qualitäten gebauter Surrogate und synthetischer Erinnerungsorte in ihrer Zulässigkeit oder aber Frivolität zu bewerten. Und so ist es kein Wunder, dass Architekten und Denkmalpfleger, DenkmalpflegerInnen vor aktuellen Rekonstruktionsprojekten regelmäßig kapitulieren, ihre Nichtzuständigkeit erklären und das Phänomen an die Fremdenverkehrsämter delegieren. Diesen Experten sollte man wünschen, dass sie sich wieder von Nietzsches Feuer anstecken lassen, der eine, ich zitiere, natürliche Beziehung zur Historie forderte, nämlich, Zitat, hervorgerufen durch den Hunger,
reguliert durch den Grad des Bedürfnisses und in Schranken gehalten durch die innewohnende plastische Kraft des Menschen. Spätestens mit der von Winfried Nerdinger und Uta Hassler kuratierten Ausstellung Geschichte der Rekonstruktion 2010 in München ist diese plastische Kraft in der Baugeschichte wieder sehr energisch aktualisiert worden. In diesem Ausstellung und auch diesem Riesenkatalog sind Beispiele aus verschiedenen Jahrhunderten und Kulturkreisen repräsentiert, die das Reparieren, Rekonstruieren und auch Kopieren von Profan- und Sakralarchitekturen als Normalfall der menschlichen Baupraxis zeigen. Zu den wichtigsten Beispielen gehören, schauen Sie sich an, Carcassonne, das waren nicht die Alliierten, sondern das war der Zahn der Zeit, gegen den dann die Franzosen Widerstand eingelegt haben. Das nächste Beispiel auch Pierrefonds, vor der Wiederherstellung 1858, das war so ziemlich ruiniert, auch ohne Kriegseinwirkung, und dann wiederhergestellt. Monte Cassino, ausnahmsweise nicht von den Deutschen bombardiert bei Rom, sondern von den Alliierten, steht heute auch wieder da. Eine unglaublichen, aufwendigen Rekonstruktion. Ja, gut, tut mir leid, diesen Joker muss man immer bringen. Vorher, nachher und heute. Der Campanile von 1902. Dovera, Comera. So ist es, glaube ich, richtig. Dovera, Comera, Comera, ja. Wo er war, wie er war. Gar keine Frage. St. Michael ist in Hindelsheim. Wenn wir die Substanzapostel befolgt hätten, hätten wir diese Kirche heute noch als Ruine. Gott sei Dank nicht. Braunschweig schon im 19. Jahrhundert nach Ausgrabungen wiederentdeckt und dann dank Waderode wieder aufgeführt. Der Goldene Saal in Augsburg, ein Kriegsschaden, auch heute prächtig wieder aufgeführt. Und, was mich immer sehr freut, Jürgen Savardes Meisterwerk in Berlin, das Universum-Kino von Mendelssohn, 1979 komplett dekonstruiert, weil es bauphysikalisch nicht mehr zu halten war, und dann als Theater, vom Kino zum Theater umgewandelt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich heute vorbeigehe und weiß zwar, meine Kinder wissen es nicht, ich weiß zwar, es ist nicht ganz original, aber schön, dass sie dafür Geld gehabt haben, die Berliner. Diese Aufbauten, die ich gerade gezeigt habe, ich gehe nochmal zurück, Moment, jetzt gleich kommen wir zum Negativbeispiel. Die hatten hier nämlich eines meistens gemeinsam. Stets entsprangen die Rekonstruktionsenergien aus einem starken Narrativ, aus einer sozial-kommunikativ konstruierten Bedeutungszuschreibung, die das bloße materielle Substrat mit wiederentdeckten Gedächtnisinhalten, retrospektiv oder neuen Zukunftshoffnungen aufgeladen hat. Ja, Architektur ist ja die öffentlichste aller Künste. Sie ist gleichermaßen Gefäß und Generator für solche kollektiven Imaginationen. Aber wo diese praktische Kraft für die Imagination fehlt, hat es nicht nur die Rekonstruktion, sondern auch die Architektur insgesamt sehr schwer. Das trägt zur Erklärung bei, warum viele Rekonstruktionen eine geringere Überzeugungskraft und auch wenig öffentliche Anerkennung entfalten, eben weil sie sich nicht auf starke Erzählungen gründen können. Zum Beispiel wie die Dresdner Frauenkirche oder die romanischen Kirchen von Hildesheim bis Köln. Und die entscheidende Frage ist also, nach welchen Kriterien sich der Nutzen oder der Nachteil von Rekonstruktionen für die Geschichte bestimmen lässt. Wir sehen hier zum Beispiel das 2003 rekonstruierte Kommandantenhaus in Berlin gegenüber dem Zeughaus, in dem heute der weltweit operierende Medienkonzern Bertelsmann seine Hauptstadtrepräsentanz errichtet hat. Diesem Rekonstruktionsgebäude fehlt als singulärem Monument bislang das historisch legitimierende Narrativ. Für sich betrachtet erscheint das Haus wie schockgefroren unter der Spannung zwischen globalem Unternehmenszweck und lokaler Verhaftung, nämlich als Replik des vom preußischen Hofbaumeister Memhard errichteten Ursprungbaus. Das Kommandantenhaus ist wie übrigens auch das Schloss Herrenhausen in Hannover Ausdruck eines bautechnischen Positivismus von Fotogrammetrien und Akten, ein Wiedergänger ohne Erinnerung, ein Haus ohne Seele, das seinen Wert nicht aus sich selbst, sondern aus dem Ort und vielleicht seiner Umgebung bezieht. Das Kommandantenhaus will wie früher ja Auftakt zum Boulevard unter den Linden vom Schloss zum Brandenburger Tor und damit ensemblebildend sein. Die Geschichten, die diese Replik nicht aus eigener Kraft erzählt, werden hier Gott sei Dank immerhin vom Stadtzusammenhang souffliert.
Dann ein Beispiel aus meiner Hochschulstadt. Das ist der ehemalige Bauplatz des Braunschweiger Schlosses, was ja 1950, Mitte der 50er Jahre abgerissen wurde. Hier springt der Antagonismus von Hülle und Kern, von Gestalt und Nutzung, von baulicher Pathosformel und Alltagsgeschäft besonders ins Auge. Auch hier bezieht das Monument seinen öffentlichen Daseinszweck in erster Linie aus der Wiedergewinnung historischer Stadträume, die nach der Amnesie der Nachkriegsplanung erst allmählich wieder ins Bewusstsein treten. Der Schlossplatz war seit der Sprengung des Schlosses, wir sehen hier oben die Karte und unten, tja, eine bessere Hundeküttelwiese. Der Schlossplatz war restlos verschwunden und ist mit der Eröffnung des Neubaus 2007 zum meistfrequentierten innerstädtischen Versammlungsraum geworden. Wir kommen mit dem Beispiel allmählich ans Ende. Noch krasser kontrastiert der Wiederaufbau der Frankfurter Ostzeile am Frankfurter Römerberg und jüngst der neuen Altstadt daneben mit der heutigen Lebenswirklichkeit Frankfurts. Frankfurt ist ja Finanzplatz und Luftverkehrskreuz und eigentlich unsere einzige deutsche Global City, die bereits seit den 1980er Jahren ihre Altstadtbebauung zwischen Rathaus und Dom rekonstruiert. Aber dass die Wiederaufführung des historischen Grundrisses mittels Fachwerkbauten geschieht, bleibt dennoch ein deutlicher Anachronismus. Das Quartier strahlt aus, was auch, da fehlt aber was, das Quartier strahlt aus, was auch der Dresdner Neumarkt auszeichnet, nämlich tja, die Atmosphäre eines permanenten Weihnachtsmarktes. Auch im Sommer fühlt man sich da fast von Rotwein, von Glühweinduft umgeben. Doch man sollte berücksichtigen, dass solche Ensembles, hier nochmal die neue Frankfurter Altstadt, dass auf solche Ensembles zutrifft, was Ralf Dahrendorf in seinen Vorlesungen über die Politik der Freiheit einmal über die widersprüchliche Maßstäblichkeit heutiger Lebensbezüge geschrieben hat. Ich zitiere Rolf Dahrendorf: Während bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten immer weitere Räume zu ihrer Entfaltung brauchen und dabei jede Bodenhaftung verlieren, suchen Menschen immer kleinere Räume, in denen sie sich zu Hause fühlen und ein Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln können. Zitat Ende. Und weitergehend hat der Historiker Reinhard Koselleck beschrieben, nämlich diese Spannung zwischen der nahräumlichen Lebens- und der fernräumlichen Wirtschaftswelt. Er hat es systematisch historisch gefasst. Er unterscheidet nämlich grundsätzlich zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Erfahrungen sind klar vergangenheitsbezogen und erinnerungsgesättigt. Erwartungen dagegen sind genuin zukunftsoffen und ja, hoffnungsvoll. In vorindustriellen Zeiten lagen laut Koselleck die Erfahrungen der Alten und die Erwartungen der Jungen ziemlich nahe beieinander. Zwischen retrospektiver und prospektiver Orientierung bestand noch ein vermittelnder Zusammenhang. Erst seit dem Fortschrittsoptimismus der utopiegeleiteten Moderne ist die Zukunft nicht mehr aus der Vergangenheit ableitbar, sondern sie wird als Bruch mit der alten Welt und als Versprechen einer neuen Wirtschaft, Wissenschaft und Technik gesehen. Und der Erwartungshorizont einer freieren Wirtschaft sprengt laut Koselleck seitdem die überlieferte Wirtschafts- und Lebenswelt, deren einzige Gewissheit bleibt, dass die Zukunft völlig anders aussehen wird als die Vergangenheit. Nun gut, ich komme zum Schluss. Bezieht man diese Geschichtsthesen auf die Rekonstruktionsfrage, so könnte man monumentale Wiederaufbauten als Chance sehen, die seit der einseitigen progressiven Geschichtsauffassung unüberbrückbar gewordene Distanz zwischen Erfahrung und Erwartung zu verringern. Rekonstruierte Monumente sind somit der Versuch, frühere Erfahrungen und Narrative in kommende Erwartung und neue Zuschreibung zu überführen. Der Anspruch, nämlich den Koselleck an die Geschichtswissenschaft stellt, lässt sich auch auf die Architektur übertragen, dass sich, ich zitiere, Erfahrungen sammeln lassen, weil sie wiederholbar sind, sodass auch Geschichte wieder als lehrbar begriffen werden darf. Und wenn in Anlehnung an Koselleck, Zitat Ende, Entschuldigung, wenn in Anlehnung an Koselleck auch bauliche Rekonstruktionen als gesammelte Erfahrungen verstanden werden, die wiederhol- und lehrbar sind, müssen die Akteure freilich fähig sein, Erwartungen zu formulieren, die sie an diese Werke haben.
Dies wird bei diesen kollektiven Bedeutungsträgern und starken Narrativen, von denen ich eine gezeigt habe, leichter fallen als bei den Knusperhäuschen und Fachwerkattrappen in Frankfurt am Main und Dresden. Hier wird vielleicht der Nutzen der Rekonstruktion für die Baugeschichte erst erkennbar, wenn die nahräumliche Erfahrung rekonstruierter Objekte nicht nur als Kompensationsgeschäft für die Depravierungen des 20. Jahrhunderts betrieben wird. Meine Schlussfolgerung ist daher, in Repliken mehr zu sehen als bloß nostalgische Gefühlsvitrinen. Sie sind vielmehr Übergangszonen von der Altgier zur Neugier, von Erfahrungsräumen zu Erwartungshorizonten. Sie eröffnen Begegnungs- und Bewegungsorte mit echter physischer Präsenz, an denen die Leute wieder fähig werden, Geschichte und Geschichten hervorbringen zu können. Und zum Abschluss möchte ich noch einen Gedanken zumindest zum Miesdenkmal bringen, das Novembermonument. Wir haben ja eigentlich in der ganzen Welt keinen Mangel an gebauten Werken von Ludwig Mies van der Rohe. Trotzdem stoßen seine wenigen verschwundenen Arbeiten stets auf größte Neugier. Am bekanntesten ist ja Mies Ausstellungspavillon des Deutschen Reiches auf der Weltausstellung 1929 in Barcelona. Noch im selben Jahr, nach dem Ende der Weltausstellung 1929, wurde er abgerissen und das verwendbare Baumaterial verkauft. Und 57 Jahre später rekonstruierte dann die Stadt Barcelona, auch mit deutscher Unterstützung, im Jahr 1986 unter der Leitung des Architekten Ignasi de Sola Morales den Pavillon nach den originalen Plänen von Mies an der originalen Stelle. Und seitdem stehen fast alle Besucher sprachlos vor Bewunderung vor diesem strahlenden Sanktuarium. Und sie zeigen sich wenig geneigt, dieses Wunderwerk aus der Endphase der Weimarer Republik als bloße Kopie zu schmähen. Ein weiterer Wiedergänger rechts daneben aus dem Werk von Mies wäre 1992 beinahe am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin Mitte aufgetaucht, nämlich der berühmte Glasturm. Er geht ursprünglich auf einen Wettbewerb zurück, den die Berliner Turmbaugesellschaft 1921 an derselben Stelle mit 144 Architekten ausgeschrieben hatte, um mit einem neuen Hochhaus in Berlin endlich Anschluss an die damals viel bewunderte amerikanische Wolkenkratzer-Moderne zu gewinnen. Mies van der Rohe's nicht realisierter Bewurf ist nur in wenigen Entwurfszeichnungen dokumentiert. Er bestand aus diesem berühmt gewordenen Glaskristall mit 80 Metern Höhe. Diese expressionistische Stadtkrone steht am Anfang der goldenen 20er während der Weimarer Republik und ist seitdem fest in das kollektive Imaginäre der Architekturgeschichte eingegangen. Mehr als 70 Jahre später, 1992, kündigte damals direkt nach dem Mauerfall die deutsche Investorengemeinschaft Germanica Argenta Hanseatica mitten im Bauboom nach der Wende an den Glasturm an derselben Stelle doch noch zu errichten, was dann aber an Urheberrechts- und Finanzierungsfragen scheiterte. Und nun zum Schluss, der dritte Fall einer möglichen Wiederauferstehung kündigt sich nicht nun hier und heute auf dem Friedhof Friedrichsfelde in Berlin-Lichtenberg an. Dort wird ganze 87 Jahre, das erste war 57, das zweite war 70 Jahre und jetzt sind wir 87 Jahre nach dem Entstehen dieses Bauwerks in der Debatte, das berühmte Monument von Mies zu rekonstruieren. 1926 fertiggestellt, 1935 von den Nazis abgerissen, hat es ebenfalls seinen festen Platz in der Weltgeschichte, im imaginären Museum der Architektur. Denn es verkörpert eine einzigartige Konvergenz, wie auch Herr Contursi schon beschrieben hat, von anfangs noch progressiv linker Politik vor ihrem stalinistischen Sündenfall und auf der anderen Seite innovativer Kunst, wie sie nur in der kurzen, aber weltberühmten Kulturblüte der Weimarer Republik entstehen konnte. Meine Frage ist, lassen sich für die drei, es gibt ja noch dann das Haus Wolf in Guben, es gibt noch in Dessau diese Trinkhalle, weitere Rekonstruktionsprojekte, lassen sich für diese Rekonstruktionswünsche kulturhistorische oder narrative Begriffe finden? Mit Sicherheit würde ich sagen, erwecken nie Mies Entwürfe wehmütige Erinnerungen an die laute, wilde, gegenwartsüchtige, gefühlskalte Erdbebenlandschaft der 1920er Jahre. Und wir haben ja kürzlich, als die 2020er Jahre anfingen, in allen Zeitungen riesige Essays gehabt, haben wir die neuen 20er Jahre, 100 Jahre später. Hochinteressant, dieses Gefühl, dass da doch wieder eine Lunte gelegt werden muss. Und unverkennbar können wir doch sagen, dass das bauliche Erbe des Aachener Steinmetzsohnes Mies für eine
hoffnungsvollere Deutung der deutschen Zwischenkriegszeit steht. Also deren emanzipatorische Ströme sich ja dann wie Lava über Deutschland ergoss, bevor sie dann in den Abgrund des Totalitarismus der 30er Jahre stürzte. Herr Contursi hat uns sehr gut beschrieben, wie dieses Novembermonument von der KPD in Auftrag gegeben wurde, dann durch den Verkauf von Postkarten privat finanziert wurde und dann 1926 von Parteisekretär Wilhelm Pieck feierlich eröffnet wurde. Und ich bin eigentlich glühender Anhänger der Rekonstruktion dieses Bauwerks, gesetzt den Fall, dass es nicht öffentlich, sondern privat finanziert wird, dass es an der gleichen Stelle entsteht und dass auch die Entstehungsbedingungen damit aktualisiert werden. Es ist natürlich fraglich, ob die ursprüngliche Memorialfunktion für die ermordeten Sozialisten noch verstanden wird. Ich gebe da eher Fritz Neumeier recht, der da sagt, man wird es dann doch eher als Miesdenkmal sehen und nicht als Liebknecht Luxemburg. Und selbst eine politische Neudeutung wäre denkbar, wie vor 4 Wochen der Dresdner Historiker Thomas Lindenberger sehr klug gesagt hat, nämlich als Denkmal einer zukünftigen Revolution, die über die fast vergessene Novemberrevolution von 1918 hinausgeht und für die Überwindung der Diktatur des Proletariats durch die friedliche Revolution von 1989 steht. Und dafür müssten wir allerdings sehr viel plastische Kraft im Sinne Nietzsches aufbringen, um uns endlich mal eine Vergangenheit zu geben, aus der wir stammen und aus der wir unsere Zukunftshoffnungen schöpfen möchten. Vielen Dank. Ja, bravo. Also unsere Reihe ist kritisiert worden für mangelnde visuelle Reize und wir können und wollen nicht mit RTL-Fernsehstudios konkurrieren. Dieses Standbild von 4 Referenten oder 2 Referenten und 2 Moderatoren, das ist visuell nicht so ansprechend, wie wir das heutzutage gewohnt sind. Aber intellektuell, muss ich sagen, haben Sie das mehr als wettgemacht. Meine sehr hohen Erwartungen wurden da deutlich übertroffen. Das ist wirklich sehr dicht und sehr reich und macht auch Freude darauf, das nochmal nachlesen zu können. Geplant ist, diese tollen Beiträge in einem Band zu sammeln. Und schöne Bezüge wurden auch schon hergestellt zu vergangenen Vorträgen und zu dem nun folgenden Vortrag. Wenn Sie mögen, Herr Contursi, würde ich Sie gleich bitten, das Wort zu ergreifen. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Okay. Das ist das erste Bild von meiner Präsentation. Mein Vortrag heißt Verwirklichte Utopie Folge 1. Untertitel: Das Revolutionsdenkmal und die neue Raumwahrnehmung. Ich möchte in diesem Vortrag zuerst kurz erklären, warum ist dieses Monument in vielen Hinsichten so interessant und aufregend für uns. Also grundsätzlich, in anderen Worten, warum beschäftigen wir uns mit diesem Monument? Welche Rolle spielt es in der Baukunstgeschichte des 20. Jahrhunderts? Mit dieser Frage werde ich mich im Laufe meines Vortrags beschäftigen und werde endlich einen kurzen Bezug mit der aktuellen Situation nehmen und meine Meinung über einen möglichen Wiederaufbau äußern. Selten in der Geschichte waren gesellschaftliche Ereignisse und künstlerische Entwicklungen so tief miteinander verknüpft wie in diesen 20er Jahren. Die waren Jahre von großer Gewalt, aber gleichzeitig sehr faszinierenden Jahren. Die waren Jahre, in denen wirklich eine radikale Wende stattgefunden hat. Eine Wende, die Widersprüche der alten kapitalistischen und industriellen Entwicklung, die für so lange Zeit unter der Oberfläche verborgen geblieben waren, diese Widersprüche wieder ans Licht gebracht hat. Und diese bewirkt auch den Verfall der alten Regime samt all seinen Werten. Also der Bruch zwischen die Welt um 1910 und 1925 ist tatsächlich in allen Bereichen deutlich zu erkennen. Und dazu zählt selbstverständlich auch Kunst und insbesondere Architektur. Ich glaube, dass auch Laien den Unterschied zwischen einer Gründerzeit
Residenz und eine avantgardistische Villa aus den späten 20er Jahren sehr deutlich erkennen können. Was wir hier sehen, sind zwei Projekte von dem gleichen Architekt. Der Architekt heißt Ludwig Mies van der Rohe. Oben das Haus Urbig in Potsdam von 1915. Unten das Tugendhat Villa in Brno von 1928. Ich glaube, ich muss nicht wirklich weiter reden, um die Unterschiede deutlich zu machen. Ich glaube, das ist sehr verständlich, wo die Unterschiede liegen. Es handelt sich hier grundsätzlich um gegensätzliche architektonische Sprachen, also diametralisch unterschiedliche Architektursprachen und symbolische Apparate. Die künstlerische Revolution der 20er Jahre war tatsächlich vor allem eine semantische Revolution, eine Revolution der Sprachen eben. Dodekaphonie, elementare Typografie, abstrakte Malerei, mechanisches Ballett, die dadaistische Lautgedichte, alle diese neuen Formen des künstlerischen Schaffens sind nicht als Ausdruck eines reinen Formalismus zu sehen. Die Grundidee war, dass die Kunst den progressiven Entwicklungen der Gesellschaft, der Technik und der Politik in allen Bereichen ergänzen müsste. Es ging in anderen Worten um die Nutzung der Kunst. Wie, wo und von wem soll Kunst inszeniert werden? Auf die gleiche Weise, man kann klar erkennen, dass sich um 1925 eine ganz neue architektonische Sprache sich etabliert hatte, die Sprache der modernen Architektur, oder wie man in Deutschland sagt, des neuen Bauen. Und hier habe ich jetzt ein ganz paradigmatisches Beispiel hervorgebracht für diese neue Architektur. Es handelt sich um Rietveld's Schröderhaus in Utrecht, weil ich glaube, dieses Beispiel verkörpert meistens vielleicht diese Idee der Avantgarde-Architektur. Man kann in ganz und grob einige Konstanten erkennen, danke, die dieses neues Bauen charakterisieren. Und ich werde jetzt eine kleine Liste erläutern. Also die neue Architektur zeigt im Regelfall von dem Selbstbewusstsein des Entwerfers, ein Innovator zu sein. Bewusst wird die Idee des architektonischen Stils, so wie es noch für die architektonische Kultur der Folkezeit typisch war, also dieser Historismus, diesen immer sich beziehen auf die Vergangenheit, radikal abgelehnt. Also keine Nutzung von vorgefertigten semantischen Apparaten. Noch, die neue Architektur nutzt die technischen Mittel ihrer Zeit, ohne sie unter oberflächlichen Strukturen und Dekorationen zu verbergen. Sie versucht, diese technischen Innovationen aktiv in die sichtbare architektonische Gestalt zu integrieren. Und das passiert oft in der Form von tragenden Gerüst. Denken wir zum Beispiel an Le Corbusier Ville Sauvage, die in den Gestalt integriert wird, oder bei anderen Beispielen sind die technischen Details, oder die Installation, die zum die hohe gleichwertige architektonische Details erhoben werden. Denken wir zum Beispiel an Gropius' Entwurf für das neue Bauhaus in Dessau. Noch ein wichtiger Punkt ist die enge Mitarbeit zwischen Architektur und Kunst. Das ist eine Zeit, in der diesen Austausch von Ideen und Informationen zwischen freier Kunst und Architektur sehr, sehr lebendig ist. Und es gibt auch Beispiele von Architekten, die gleichzeitig auch freie Künstler sind. Wir kennen Le Corbusier meistens als einen Architekten, aber wir müssen nicht vergessen, dass Le Corbusier auch ein Künstler war. Und er hielt selbst Malerei als eine viel wichtigere Aktivität als Architektur.
Und ein anderes Beispiel wäre Eliziski, den wir eben heute meistens als Künstler kennen, aber eigentlich als Architekt ausgebildet war und immer hatte also sein Ziel war immer so, diese architektonischen Konzepte zu entwickeln. Noch eine andere Eigenschaft der Architektur, das ist ihre soziale soziale Anspruch. Ja. Also die neue Architektur will nicht einfach den Kunden befriedigen mit einer banalen Antwort zu den Bedürfnissen des Alltags des Kunden. Sie will mehr, sie will fortschrittliche Ziele in Bezug auf Lebensstil der Nutzer, soziale Nutzungen, Interaktion mit dem öffentlichen Raum erreichen. Jetzt kommen wir zu unserem Denkmal. Das ist eine isometrische Darstellung. Aber das ist noch nicht alles. Also alle diese Eigenschaften sind auch bei dem Revolution-Denkmal vorhanden. Tatsächlich konnte man das Revolution-Denkmal sogar als ein Stück verwirklichte Utopie oder sagen wir als gebautes Manifesto der Avantgarde betrachten. Die Faszination des Revolution-Denkmals besteht darin, dass es unter mindestens drei Gesichtspunkten revolutionär ist. In erster Linie für seine politische Deutung als wichtigste Gedenkstätte der deutschen Linken und des Revolution von 1918. Auf einer zweiten Ebene, weil es die Eigenschaften des Denkmals als Bautypologie und ihre Interaktion mit dem Betrachter bezüglich der damaligen Vorstellungen total umstellt. Letztlich als formales Forschungsobjekt, als Transposition von avantgardistischen Raumkonzepten, die bisher nur gedacht auf den Leinwand vorhanden waren, in ein real existierendes Bauwerk. Also die Bedeutung des Monuments darf in anderen Worten nur in Bezug auf seinen Entstehungskontext wirklich verstanden werden. Zuerst seine Funktion als Gedenkstätte der Deutschen Linke. Über die historische Bedeutung des Spartakusbund und die Begründung der Kommunistischen Partei in Deutschland zu sprechen, wäre ja zu lang. Ich will nur einfach kurz erwähnen, dass nur allein von seiner politischen Bedeutung als zentraler Erinnerungsort der Deutschen Kommunistischen Partei zwischen 1926 und 1933 nur allein für diesen Grund, auch wenn man die gestalterischen Aspekte außer Acht lässt, hätte das Denkmal seinen Platz in die Geschichte des 20. Jahrhunderts finden können. Und dann es gibt das Aspekt der bautypologische Aspekt. Die Idee, eine Mauer zu errichten, bestand schon bei der ersten Fassung des Projektes, eine Fassung, die leider uns nicht geliefert worden ist. Mies hatte diese Fassung aber gesehen und hatte sie als gutes Denkmal für einen Bankier verspottet. Und vielleicht gerade weil er nicht ein Denkmal für einen Bankier realisieren wollte, stellte Mies mit seinem Projekt eine radikale Revolutionierung des traditionellen Konzeptes eines Denkmals dar. Nehmen wir ein Beispiel aus der Tradition. Das Kaiser-Wilhelm-Denkmal, die früher von den Berliner Schloss stand. Die etablierte Tradition, also das ist quasi das Gegenstück, das Gegensatz, das perfekte Gegenspiel zum Mies-Revolution-Denkmal. Also die Tradition des Denkmals definierte das Denkmal als ein klassizistischer Organismus, symmetrisch, monolithisch, mit vielen Skulpturen, vielen Dekorationen und vor allem ein Objekt mit einer Hauptfassade, die einen zentralen Betrachtungspunkt voraussetzte und vor allem einen gewissen Abstand zwischen Betrachter und Objekt förderte. Man muss sich auf einen bestimmten Abstand platzieren und dieses Denkmal von vorne beobachten. Und sind jetzt wie ein Bild von dem Revolution-Denkmal. Ich habe dieses Bild genommen, auch obwohl das die Qualität nicht so super ist, weil dieses Bild sagt vieles. Es sagt vieles über die Nutzung des Denkmals. Also Mies Denkmal war asymmetrisch, war fragmentarisch,
ornamentlos, als Name der, der Stern mit der Arme und Siegel, als Symbol der Bewegung. Aber vor allem, es fehlte eine Hauptfassade. Es gab keinen privilegierten Betrachtungspunkt. Und die Besucher wurden instinktiv dazu bewegt, eine visuelle und körperliche Interaktion mit dem Objekt zu suchen. Und das sehen wir in diesem Bild sehr deutlich. Das ist ein Foto aus einer Demonstration am 1. Mai 1929 mit Ernst Thälmann, der Führer der KPD, in den Vordergrund und die Demonstranten, die zum Teil auf diesen Siegelvolumen geklettert sind. Also das Denkmal wird als optisch erfassbares Objekt interpretiert, die durch aktive Partizipation und Bewegung statt als durch passive Kontemplation von außen erlebt wird. In anderen Worten, dieser Abstand zwischen Betrachter und Objekt ist damit abgeschafft. Die Beziehung zwischen Mensch und Kunstobjekt wird damit revolutioniert und mit ihr auch das Verständnis des Rolles eines Monuments im öffentlichen Raum. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil meiner Präsentation. Ich frage mir, wie ist diese Revolution in der Beziehung zwischen Mensch und Objekt zustande gekommen? Ich bin der Meinung, das ist ein bisschen meine These, dass die Wurzeln dieses revolutionären Ansatzes in einer provinziellen Stadt in der heutigen Belarus zu suchen sind, Witebsk. 1919 entstand in Witebsk unter der Direktion von Max Chagall eine für die Geschichte der europäischen Avantgarde sehr wichtige Kunsthochschule. Prominente Künstler wurden von Chagall als Lehrer gerufen, darunter Kasimir Maljewitsch und Lazar Eliziski. Zu der Aufgabe der Schule gehörte auch die Teilnahme an dem von Wladimir Lenin geförderten Plan für monumentales Propaganda. In diesem Rahmen fand tatsächlich das Gedächtnisfeier zum Ehren an Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg am 15. Januar jedes Jahres statt. Anlässlich diesem Jubiläum entstand eben dieses erstes Denkmal an Karl Liebknecht. Das ist ein Werk von den damals jungen Bildhauer David Jakerson. Was schon ein paar, man konnte ja schon vielleicht hier ein paar Ansätze erkennen, die auch später bei dem Denkmal verwendet worden ist. Also mindestens diese, für die Präsenz diesen Quader, diese Kuben. Und auch Liziski selbst hatte im Januar 1920 ein Gemälde hergestellt, die auch der berühmten polnischen jüdischen Politikerin gewidmet war. Man sieht hier im Hintergrund auf Kyrillisch der Schrift Luxemburg. Genau dort in Witebsk hatte tatsächlich Eliziski begonnen, unter dem Einfluss seines Lehrers Kasimir Maljewitsch abstrakte Kunst zu machen. Hier sehen wir der berühmte Selbstporträt, das ist eigentlich eine Fotomontage von ihm. Pronen. Pronen ist ein Akronym, der bedeutet Projekt für die Umsetzung des Neuen. Sie waren abstrakte Kompositionen und räumliche Installationen. Sie waren nicht anders als Experimente um das Thema der räumlichen Wahrnehmung oder, wie Liziski sie nannte, alte Stellen auf dem Weg von Malerei zur Architektur. Ungefähr zu der gleichen Zeit, in der die Rolle der Perspektive als objektives Abbild der Realität in der Physik und in der Kunst, denken wir zum Beispiel an Erwin Panofsky, hinterfragt wurde, siedelte der russische Architekt mit diesen Artefakten darin, die in der westlichen Kultur etablierten Darstellungsgewohnheiten radikal zu überwinden. Noch diesen Kunstwerk, diesen Komposition, diese sogenannten Floating Prawn, hilft uns sehr, diese Vision mit einem praktischen Beispiel zu verstehen. Diese Komposition war nicht als Bild zum Aufhängen an einer Wand konzipiert, sondern als Ensemble abstrakter, nicht perspektivischer Bildkompositionen, die vor einer horizontalen Fläche gestellt wurden.
Und während unklar blieb, aus welcher Richtung diese Bilder zu betrachten waren. So, der Betrachter war praktisch gezwungen, eine Runde zu machen, um einen irgendeinen Sinn wieder aufzubauen. Mental. In der Tat, Lisinski bekämpfte die illusionistische, ikonografische Tradition der Renaissance. Eine Tradition, die einen zentralen Standpunkt voraussetzt, damit ein dreidimensionaler Raum auf eine zweidimensionale Fläche projektiert wird. Und hier sehen wir unten dieses andere Diagramm, wo er die chinesische Darstellungstradition mit den westlichen Traditionen vergleicht. Er betrachtete diese westliche Tradition als losgelöste Form der Kontemplation von außen eines konkret existierenden Raumes. Als einen prominenten Avantgarde-Forscher, Harlan Birkholz, in seiner Analyse Lisinskis Werkes betont hat, förderte Lisinski stattdessen eine direkte Interaktion des Betrachters mit dem Raum. Mit anderen Worten, der Betrachter sollte eine aktive Rolle übernehmen, um zu aktiven Zuschauer werden. Ich glaube, Lisinski wollte damit den passiven Voyeurismus bekämpfen, der die alte bürgerliche Kultur charakterisiert, und stattdessen die Interaktion zwischen Mensch und Kunstwerk fördern. Kunst sollte im Alltag eine viel wichtigere Rolle spielen. Das Willen, die etablierten Grenzen des künstlerischen Raumes zu überschreiten. War das nicht auch das Ziel von Joseph Beuys, als er predigte, jeder Mensch ist ein Künstler? Das ist eine Frage, was ich jetzt offen lasse. Kommen wir zum nächsten. Wir sehen hier eine Installation mit dem Namen Braun Raum, die Lisinski auf der großen Berliner Kunstausstellung 1923 ausgestellt hat und später im Farnabe Museum in Eindhoven wieder aufgebaut wurde. Mit dieser Arbeit sind die Untersuchungen der ersten Braun-Kompositionen in einen realen dreidimensionellen Raum versetzt worden. Also der erste Schritt auf dem Weg von Malerei zur Architektur ist damit getan. Und sieht jetzt wie ein Porträt von Mies van der Rohe zu der damaligen Zeit. Der junge Architekt, ambitionierte Architekt Ludwig Mies, sollte durch dieses Ensemble abstrakte Objekte besonders beeindruckt gewesen sein. Und es ist tatsächlich belegt, dass Mies diese Ausstellung besuchte, dass er Lisinskis Installation sah und dass er sich mit ihm damals unterhielt. Diese Information stammt aus Angaben von Hans Richter. Hans Richter arbeitete damals zusammen mit Mies und Lisinski an der Redaktion der Avantgarde-Zeitschrift G, Grundlagen zur elementaren Gestaltung. Zusammen bildeten sie eine Gruppe, die sich alltäglich mit gestalterischen Fragen intellektuell und experimentell befasste. Mies war bisher ein etablierter, aber letztendlich ziemlich konventioneller Entwerfer von Häusern im traditionellen Stil für die Berliner Bourgeoisie gewesen. Aber er suchte nach einem Weg, um diese Vergangenheit zu brechen, um die Führung des neuen revolutionären Architekturströmung zu übernehmen. Tatsächlich, aber an einem bestimmten Zeitpunkt, änderte er seinen Namen. Also er ist früher einfach Mies und dann später änderte sein Name in Mies van der Rohe und vernichtete gleichzeitig einen großen Teil der alten Projekte im traditionellen Stil. Also diese Namenänderung, diese Anspruch, nicht nur die Kunst, sondern auch der Künstler selbst neu zu formen, das ist eine typisch für die Zeit. Also auch Le Corbusier zum Beispiel hat einen neuen Namen gefunden. Er ist früher Charles-Édouard Jeanneret und er wurde ein neuer Mensch, die neue Kunstschaft. Jetzt, ich habe in diesem Bild Lisinski-Ausstellungsraum wieder von 1923 und Mies Projekt für ein Land aus gegenübergestellt. Und man sieht, dass es gibt viele Ähnlichkeiten und das sollte nicht überraschen.
Also ich muss auch sagen, dass ich habe den, das Projekt von mir für ein Landhaus auf den Kopf gestellt. Also diesen, es gibt eine gemeinsame architektonische Sprache hier. Die Abstraktion der Elemente, die auf keine traditionellen architektonischen Bauteile hinweisen, das sind total abstrakte Geometrien. Den zentrifugalen Layout dieser Konstrukte mit diesen Linien, die linear vom Zentrum in Richtung Rand sich erstrecken. Und die chromatische Reduktion auf wenig neutrale Farben. Ich bin der Meinung, dass die ersten Projekte von Mies van der Rohe aus den Jahren 1921 bis 1924, die nie realisiert wurden, eng mit Lisiskis visuellen und räumlichen Experimenten verknüpft waren. Lisiski scheint zu mir die Person zu sein, der mit seinem Werk die notwendigen Voraussetzungen auch für die Entstehung des Revolutionsdenkmals gelegt hat. Gleichzeitig mit seinem Wechsel von der traditionellen Architektur zu einer neuen, radikal modernen Architektursprache stellt das Denkmal einen Meilenstein in Mies van der Rohes Arbeit dar, als eines der ersten Projekte, die nach der Formensprache des neuen Bauens tatsächlich vollendet wurde. Hier fällt gerade ein Bild. Sorry, okay. Ja, bin ich. Entschuldigung für den kleinen Unfall. Ja, das ist ein Schema, in dem ich die Chronologie von Mies van der Rohe neuen modernistische Projekte quasi grafisch dargestellt habe. Wobei der Blau steht für den Jahr der Projekt und der Grün steht für das Jahr, in dem das Projekt ausgeführt wurde. Das ist noch nicht alles. Wieder zurück zu Lisiski. Wir beobachten jetzt seine Installation Kabinett der Abstrakten. 1927 als Ausstellungsraum für das Sprengeler Museum in Hannover gebaut, ist das Kabinett eine weitere Stufe in der Entwicklung dieser dreidimensionellen Demonstrationsräume. Lisiskis Anliegen, den Betrachter in eine proaktive Erlebnis des Raumes zu involvieren, ist hier noch deutlicher denn je. Dynamik wird hier erreicht nicht nur durch die Bewegung des Betrachters im Raum, auch die Kunstwerke sind an beweglichen Tafeln geklebt. So kann der Raum wirklich unendlich viele Konfigurationen bekommen, in Abhängigkeit sowohl von der Bewegung des Betrachters als auch der Tafeln. Wir konnten daher die Wände des Kabinetts als ein Collage aus verschiedenen Komponenten verstehen, die Bewegung in verschiedene Richtungen einleiten. Auf diese Weise bildet sie einen virtuellen isotropischen Raum, wo alle Bewegungsrichtungen gleichgültig sind. Das ist noch ein Diagramm, in dem ich die sechs Seiten des Denkmals voneinander explodiert habe und sie auf zweidimensionale Ebenen projiziert habe. Und jetzt zeige ich dieses Diagramm gegenüber Lisiskis Entwurf für das Kabinett der Abstrakten. Durch ihre Fähigkeit, das dynamische Erlebnis eines mehrdimensionalen und isotropen Raums einzuleiten, können die beweglichen Paneele des Kabinetts mit den ausgeragenden Siegelvolumen des Denkmals verglichen werden. Wobei die Bewegung der Siegelvolumen nicht physisch, sondern konzeptionell ist und kann gedanklich mit der Idee revolutionären politischen Aktionen in Verbindung gebracht werden. Wie das berühmte Plakat von 1919 beweist, Lisiskis Vorstellung war,
dass seine Kompositionen und abstrakte Installationen verwendet werden konnten, um einen neuen semantischen Apparat für einen neuen Mensch zu produzieren. Ein Mensch, der sich mit den Prinzipien eines neuen Zeitalters, der Moderne und des Fortschritts vertraut machen sollte. Neuer Raum für neuen Mensch. Sowohl Lissiskis Ausstellungsräume als auch Mies Revolution-Denkmal können in der Tat einerseits als Instrumente zur Revolutionierung der traditionellen Wahrnehmung des architektonischen Raums gesehen werden. Andererseits ließen sich solche Konstrukte bei Gelegenheit, gerade wegen ihrer Abstraktion, auch als Träger einer neuen, mit politischen Inhalten aufgeladenen semantischen Apparats verwenden. Mies hat bestimmt etwas von dieser Vision übernommen und ausgebildete Steinmetzen hat sie in ein konkretes Bauwerk aus Ziegel verwandt. Weil ich glaube nicht, dass die Siski auf die Idee gekommen wäre, ein dergleichen Objekt mit Ziegel zu bauen. Also es war wirklich ein großer Verdienst von Mies van der Rohe, dass er quasi diese utopischen, avantgardistischen Raumkonzepte in ein realen Bauwerk umgewandelt hat. Trotzdem, ich denke, dass das Denkmal nicht Mies van der Rohe allein zuzuschreiben ist. Vielmehr ist das Denkmal eine Schaffung seiner Epoche. Eine Epoche der radikalen Umwandlung, die von vielen Wissenschaftlern, Künstlern und Intellektuellen in verschiedenen Feldern gleichzeitig damals vorangetrieben wurde. Und jetzt komme ich zum Schluss und zu einigen Schlussbetrachtungen. Ich werde jetzt meine Meinung zu Wiederaufbau sagen. Also die Idee von Wiederaufbau überzeugt mich nicht so sehr. Und es gibt verschiedene Gründe dafür. Zuerst ist eine Replika nicht wirklich mit einem Original zu vergleichen. Eine Replika bedeutet zwangsweise, dass der historische Prozess, der zur Entstehung eines Kunstwerks beigetragen hat, quasi banalisiert wird. Denken Sie zum Beispiel an Baufehler oder Baumängel. Baumängel und Baufehler gehören zur Geschichte. Sie sind Zeugnisse eines historischen Prozesses, einem Prozess, der uns erzählt von der Schwierigkeit und der Hinderungen, die diese Menschen in einem bestimmten historischen Kontext also mit denen sie umgehen müssen. Zum Beispiel die knappe finanzielle Ressourcen der KPD haben wahrscheinlich Mies gezwungen, unorthodoxen Detaillösungen anzuwenden. Und wenn er moderne Materialien zur Verfügung gehabt hätte, vielleicht hätte sie auch verwendet, statt Ziegel zu nehmen. Oder denken, um ein anderes Beispiel zu nennen, an das berühmte Projekt von Erik Mendelssohn, das Einstein-Turm in Potsdam. Die sollte auch eigentlich aus Beton sein. Damals war aber Beton in Deutschland ein teures Material und also die Bautechnik war noch nicht reif, dieses Material. Daher entscheidet sich Mendelssohn für ein konventionelles Ziegelmauerwerk und dann ließ ihn mit einem Betonpflaster einfach so als äußere Haut verkleiden. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt ein weiteres Problem. Die Frage der Vollständigkeit eines Kunstwerks. Und ich nenne jetzt, ich zitiere jetzt Cesare Brandi, ehemaliger Direktor des Italienischen Instituts für Denkmalpflege und Verfasser einer umfassenden Restaurierungstheorie. Er behauptete, dass wenn ein Kunstwerk von einigen Bestandteilen, wenn ein Kunstwerk Bestandteile weggenommen werden, wird das Kunstwerk in seiner Vollständigkeit verletzt. Wenn nur einige wenige Bestandteile fehlen, dann konnte man diese Mängel vorsichtig mit neuen Bestandteilen ergänzen.
die aber von den originalen Bestandteilen klar zu unterscheiden sind. Damit wird das Gesamtbild des Objekts wiedergestellt. Aber es wird auch gleichzeitig klar gesagt, dass diese Ergänzungen nicht die Original sind. Was tun aber, wenn ein Kunstwerk hundertprozentig verloren ist? Dann kann man diesen Prinzip nicht mehr anwenden. Also man kann nicht mehr von einer Integration zu einem Original reden, sondern von einer hundertprozentigen Verfassung des Objekts. Und dann, wenn jetzt das November-Revolution-Denkmal wieder aufgebaut werden soll, dann eben nicht ohne Stern, Hammer und Siegel, bitte. Also ich denke auch, dass wir vielleicht das ist eine Zeit, in der wir vielleicht revolutionäre Ansätze brauchen. Und das würde auch nicht schaden. Aber ich glaube, dass das ist vielleicht eine Provokation. Ich meine, dass das Kunstwerk ist immer das Produkt eines komplexen Situation. Und das Objekt macht nur Sinn, wenn auch die Situation, die es geschaffen hat, reproduziert wird. Und dann, wenn wir die Novemberrevolution haben wollen, nach diesem Prinzip, müssen auch die Revolution wiederholen. Als Alternative würde ich stattdessen eine Intervention am ehemaligen Standort des Denkmals im Friedhof Friedrichsfelde vorschlagen. Inklusive eine archäologische Grabung, die vorhandenen altes Fundament wieder ans Licht bringt. Weil es gibt noch ein altes Fundament unter der Erde am ehemaligen Standort. Damit wird die Geschichte des Denkmals vor Ort wieder sichtbar. Auf diese Weise würde hier etwas authentisch Neues entstehen, das aber uns gleichzeitig in Verbindung mit der Vergangenheit bringt. Darüber hinaus wurde der ursprüngliche Standort in Lichtenberg durch diese derartige Umplanung auch zu einer Attraktion für Besucher aus der ganzen Welt. Besucher, die sich entweder für die Geschichte der europäischen Politik interessieren oder für die Avantgarde der 20er Jahre oder vielleicht für beide. Allerdings, ich habe nichts dagegen, wenn ein Fragment des Denkmals vielleicht im Garten von Haus Lemke für demonstratives Zwecke reproduziert wird. Ein Fragment kann schon entstehen, soweit man aber auf diese Vollständigkeit Anspruch verzichtet wird. Und dieses Fragment als solche, als Bestandteil etwas Neues, als ein Ausstellungskonzept zum Beispiel, umgedeutet wird. Das heißt, dass der Fragment wird im Grunde genommen genutzt, um etwas Neues zu machen, die Bezug auf die Geschichte nimmt, aber gleichzeitig authentisch ist und keine Replika. Also mindestens keine hundertprozentige Replika ist. Noch ein Bild von einem Projekt, die ich quasi als Vorschlag für die Wiederverwertung des ehemaligen Standortes gemacht habe. Damit bin ich fertig. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Herr Contursi, dem Dank schließe ich mich an. Das war inhaltlich wie sprachlich brillant. Vielen Dank dafür. Und ich hoffe, für unsere Diskussion gab es schöne Anstöße. Die Positionen sind recht unterschiedlich. Sobald der Co-Moderator nichts Dringendes auf der Zunge hat, würde ich Herrn Mönninger fragen, ob diese Herleitung des Revolutionsdenkmals als ein Braun aus Ziegeln, ob Sie das überzeugt hat. Auf jeden Fall. Es hat ja schon vor 4 Wochen Fritz Neumeier sehr beredt die ästhetische und auch intellektuelle Geschichte des Denkmals beschrieben. Sie haben es noch mehr im Detail gemacht. Vielen Dank, Erinnerung an die Witebska-Schule von Chagall. Ich dachte, hatte immer den schlechten Maler, aber nicht den tollen Intendanten dieser Welt um revolutionären Kunstschule in Erinnerung. Das Denkmal ist
ganz fantastisch. Und meine Wahrnehmung von Mies, die 20er Jahre, die bessere Seite Deutschlands, bevor sie in den Abgrund rauscht. Also wirklich, wie Gottfried Benn beschrieb, Berlin war in den 20er Jahren eine Weltstadt, die sich mit Paris, mit London, fast mit New York auf eine Stufe stellen konnte. Das war nicht nur Berlin, Babylon und Mord und Totschlag und Drogen und Prostitution, sondern es war ein intellektuelles Zentrum sondergleichen. Und mit einem weiteren kleinen Baustein von Mies van der Rohe an diese Erinnerung, an die bessere deutsche Erinnerung anzuknüpfen und uns eine Vergangenheit zu geben, aus der wir auch stammen möchten, aus der wir stammen, die leider Gottes nicht ganz glücklich war. Dass die sowjetisch-russisch-kommunistischen Momente in diesem Denkmal uns zurzeit ganz heftig Sorgen machen, dass wir den roten Stern dort sehen. Ob ich den rekonstruiert sehen möchte, weiß ich nicht. Es ist ähnlich wie mit der Spruch um die Berliner Schlosskuppel, mit den, dass euch alle Lebenden das Knie beugen sollen. Man kann es, also eine gute Sache kann man auch dadurch übertreiben, dass man sie zu einer bösen Sache macht durch Exaggeration. Die Verbindung von revolutionärer politischer oder von revolutionärer Kunst und von politischem Fortschrittsdenken. Also dieses Erbe können wir aufrechterhalten, wenn wir dieses Mies van der Rohe Denkmal rekonstruieren. Und vor allen Dingen eine Sache würde mich sehr freuen, wenn die Linken ihr Mies van der Rohe Denkmal bekommen, dann können die aufhören, endlich die Mohrenstraße umbenennen zu wollen. Und wenn es noch ein anderes linkes Denkmal kriegt, dann sollen die sich mit dem Stadtschloss abfinden. Es soll doch jeder den Schnuller haben, an dem er gerne saugen will. Stadtschloss ist ein bisschen teurer. Aber dass wir endlich mal Waffengleichheit haben, dass dieser Bürgerkrieg, was man darf und nicht darf, links und rechts, dass der aufhört. Also den Linken das Rosa-Luxemburg-Denkmal, dem Rechten die Mohrenstraße. Wie immer, spannend formuliert. Herr Contussi, bevor Herr Köppler das Wort kriegt, kann man zusammenfassen, Sie plädieren nicht für den Wiederaufbau des Denkmals, sondern Sie plädieren für den Entwurf eines Denkmals über das Denkmal gewissermaßen, eine Art Meta-Denkmal. Genau, also ich glaube, also, es wäre viel interessanter, ein neues Kontext zu schaffen, die auch Licht über diese Geschichte dieser Revolution und von Mies Denkmal bringt, aber ja, eben keine Rekonstruktion 1:1 ist. Also ich glaube, das ist viel interessanter und aufregender, etwas zu machen, die auch Ausdruck unserer aktuellen Situation ist. Also, wir beschäftigen uns heutzutage mit der Geschichte des Kommunismus und mit der Geschichte der Moderne. Deswegen ist dann ein Wiederaufbau 1:1, es gibt auch das Problem, dass eigentlich die viele Informationen uns fehlen über das Denkmal. Also im Grunde genommen keiner weiß wirklich die Baudetails von Denkmals. Man weiß nicht, wie eine der beiden Seiten wirklich ausgesehen hat. Man kann vermuten, dieses Bild, den man Ernst Thälmann sieht, dieses Bild zeigt die andere Seite des Denkmals, diese ohne Stern und mit Hammer und Sichel. Ja. Aber man sieht nur zum Teil, wie das Denkmal so geschaffen war. Also das ist nicht vollständig, die Auflösung ist schlecht. Also es gibt auch wirklich ganz, viele praktische Probleme. Und wenn ich von Barcelona-Pavillon spreche, wir müssen auch sagen, das ist jetzt eine andere Geschichte. Weil Barcelona-Pavillon war zuerst, muss auch sagen, Evolution Denkmal ist wichtig, aber Barcelona-Pavillon war viel wichtiger für die Geschichte der Moderne. Zu einem. Und zweitens, es gibt auch die Tatsache, dass im Mies-Archiv die ganze Dokumentation vorhanden ist. Also wir haben etliche Ausführungspläne, wir haben jede Art von Materialien über das Barcelona-Pavillon. Deswegen war die Arbeit von Sola Morales in den 80er Jahren dadurch sehr erleichtert. Dass Revolution Denkmal geht, wir müssen nicht vergessen, dass es gibt nur Aktskizzen in den Mies van der Rohe Archive. Ja? Und die sprechen zum Teil auch nicht den endlichen Zustand des Denkmals. Es gibt nur eine Fassade.
Es gibt keine kurze Seite, es gibt keine hintere Seite und so weiter. Also es gibt so viele auch technische Probleme, die auch mit dem Wiederaufbau des Denkmals. Also dann nutze ich die Gelegenheit, schon mal anzukündigen, dass bei der Veranstaltung im nächsten Monat diese Frage nach den technischen Details noch einmal aufgeworfen wird. Es gibt in Berlin einen Architekten, der heißt Carsten Krohn. Ja. Der beschäftigt sich auch ganz im Detail und wissenschaftlich und sehr liebevoll mit diesen Fragen. Das wird noch einmal thematisiert werden. Nächsten Monat werden noch weitere Experten hier im Haus sein. Barry Bergdoll kommt aus New York angereist. Dietrich Neumann kommt von der Rhode Island School of Design. Und auch Thomas Fliehl, der vielleicht zum Thema der Bedeutung für die Deutsche Linke etwas beitragen kann, wird hier diskutieren. Aber jetzt habe ich zwei Wortmeldungen von Herrn Mönninger und von Herrn Köppler. Wer will zuerst? Sorry. Okay, Carsten Krohn, der übrigens hier sitzt. Vielleicht hast du es noch nicht gesehen. Doch, habe ich schon gesehen. Okay. Würde mich freuen, wenn Sie später noch ins Gespräch miteinander kommen. Ja, genau. Also ich bin erstmal sehr froh über diese Begriffe, die Herr Mönninger hier eingeführt hat in Anlehnung an Nietzsche, ne? Diese plastische Gestaltung der Geschichte. Ich gebe das jetzt mal ein bisschen frei wieder und Erwartungshorizont, also den wir an so ein Denkmal oder an so ein, sagen wir mal, so eine Wiedererrichtung knüpfen können. Das ist für mich insofern sehr erfreulich, weil das so anknüpft an die Diskussion letzten Monat, wo wir von dieser positiven Kraft einer Rekonstruktion gesprochen haben, den man es als Kunstwerk begreift eigentlich. Ne? Jetzt war ich dann allerdings doch, oder andersrum gesagt, jetzt würde ich mal provokant nachfragen, sagen wir mal, mit dieser Herleitung, die jetzt getan wurde von Ihnen, Herr Contursi, die Verankerung dieses Revolutionsdenkmales in so der klassischen Avantgarde-Theorie, ist das dann wirklich, sagen wir, der 20er Jahre mit Elisitzky etc., ne, ist das dann wirklich ein Erwartungshorizont, der noch plastische Kraft besitzt? Also ich gebe jetzt ganz offen zu, wenn ich so diese Bilder sehe, naja, das ist halt 1920 und da sehe ich dann fast schon, jetzt Nietzsches Text habe ich auch noch so im Kopf, gibt es da nicht dieses schöne Bild, dass wir uns am alexandrinischen Bücherstaub verschlucken? Also für mich, das ist jetzt sozusagen im Sinne der Diskussion gesagt, für mich atmen diese Bilder wirklich Vergangenheit. Das hat mit uns überhaupt also ganz wenig noch zu tun. Dieser Avantgarde-Begriff von Elisitzky als Pars pro Toto, der neue Mensch, die Technik, die Wissenschaft, die uns, sagen wir mal, zu einer ontologischen Neubewertung der Wirklichkeit führen wird, ist nicht da mies ganz anders dann unterwegs gewesen, zumindest später, und hat diesen Avantgarde-Begriff aus meiner Sicht viel stärker erweitert, im Sinne von, dass die Moderne nicht als, sagen wir mal, Projekt letzter Technik oder avanciertester Technik begriffen wird, sondern als ganz klassisches philosophisches Projekt der Aufklärung. Das wäre jetzt für mich die Frage, können wir das so errichten? Ist da noch plastische Kraft drin? Ich würde jetzt mal sagen, nein. Was würden Sie dazu sagen? Für heute? Mhm. Plastische Kraft für heute? Also ich sehe da keine plastische Kraft, wenn ich jetzt, sagen wir mal, das so verankere in diesen 1920er Jahren, in diesem klassischen, ich sage jetzt mal klassischen Avantgarde-Diskurs, der natürlich historisch seine Zeit hatte, der für mich aber heute insofern fast keine Relevanz mehr hat und auch gleichzeitig die Sehnsucht, glaube ich, erklärt dieser Knusperhäuschen-Architektur, weil tatsächlich, glaube ich, ein großer Teil unserer Fachkollegenschaft immer noch diesen klassischen Avantgarde-Idealen vom, sagen wir mal, ständig vorausschreitenden technologischen Innovatorentum etc. anhängt und die Leute, ja, wie Sie ja gesagt haben, mit den Füßen abstimmen und das nicht mehr sehen können. Ich finde diese Häuser letztendlich genauso problematisch, aber verstehe auch die Problematik darin, dass wir wie zwanghaft festhalten an diesem, wie gesagt, für mich historischen Avantgarde-Begriff, der 100 Jahre alt ist und wo also ich zumindest persönlich gar nicht zurück wollen würde. Aber man kann doch sagen, dieser Futurismus, Expressionismus, Konstruktivismus, diese Wirklichkeitszertrümmerung, dieses Rücksichtslose an die Wurzel der Dinge gehen, wie es in den 20er Jahren geschehen ist, wie Sie es
hervorragend beschrieben haben. Dieses Ausgreifen der Kunst in den Raum, das ist doch alles noch nicht eingelöst. Ich meine, wir haben gerade erst vor 20 Jahren die Revolution des Dekonstruktivismus gehabt, Dekonstruktion. Die größte Architektin der Weltgeschichte, Zaha Hadid, ist leider vor 7 Jahren gestorben. Aber es gibt noch andere, die daran weiterarbeiten, Coop Himmelblau bauen weltweit. Ja, konstruktivistische Träume und sie bauen es wirklich nach 40 Jahren. Die haben still going strong gemacht und ich finde das immer noch wahnsinnig spannend, dass die Knusperhäuschen-Liebhaber nicht dann gerne zum Miesgenmal gehen. Ja, Gott sei Dank, dafür haben wir doch eine differenzierte, pluralistische Gesellschaft. Also das Feuer ist noch lange nicht erloschen und in diesen Gebilden nur Zwischenkriegszeit und Naturzerstörung und den Dritten Weltkrieg zu sehen, den wir hoffentlich nicht bald erleben, das ist zu kurz gedacht. Da ist die Kunst immer weiter drüber hinweggegangen. Es ist nicht nur eine reine Weltzerstörung, es ist eine Wirklichkeitszertrümmerung, so eine Fortschrittsmaschine gewesen, aber erstmal für die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit und nicht nur für wirtschaftliche und sonst die militärische Aufrüstung. Also und die plastische Kraft können wir noch nehmen, die Seite, wo sie keine Fotos haben, da machen wir plastische Kraft, so wie Steller bei der rückwärtigen Schlossseite. Also ein bisschen Erfindungskraft dürfen wir doch auch haben und ich finde es wahnsinnig zuversichtsfördernd, ein Denkmal zu haben, was nicht mehr ganz in der historischen Bedeutungstradition ist, aber die uns diesen Meister in Deutschland, der zu wenig bauen durfte, hier dann doch wieder in Erinnerung ruft. Vielleicht gibt es Fragen, Anmerkungen aus dem Publikum, oder? Ja, bitte. Also wir haben hier zwei Menschen, deren Leben zu 1/8 der SPD golden hat, zu 1/10 der USPD und zu einem ganz kleinen Teil im späteren Kommunismus, wo wir gar nicht wissen, ob die bereits gewesen wären, diese Entwicklung, die dann ab 25, wo ja sich schon eine vorstalinistische Wende abzeichnet, auch mit Telemanns Aufstieg, ob die überhaupt mitgemacht haben. Und diese beiden Menschen, die das Pech hatten, vorzeitig aus dem Leben gerissen zu werden, gewaltsam, werden vereinnahmt. Es gibt ja noch ein zweites Denkmal für Liebknecht und Luxemburg auf dem Friedrichsfelder Friedhof. Ein wesentlich größeres. Und da liegen sie in trauter Nachbarschaft mit Walter Ulbricht, mit Thälmann und wem auch noch. Und ich finde, es muss da ein Gegengewicht geschaffen werden. Denn diese einseitige Vereinnahmung dann durch das spätere DDR, aber schon in den 20er Jahren beginnend mit einer Partei, die schon anders aussah, als das Ding gebaut wurde, als zu dem Zeitpunkt, wo es geplant war. Das ist ja auch bezeichnend, dass Fuchs dann der eigentliche Initiator von der Bildstelle verschwindet, weil er sagt, das mache ich nicht mehr mit. Und diese einseitige Vereinnahmung, die braucht ein Gegengewicht. Und ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, dass sich also da die SPD so völlig ausgrätscht. Das sind auch Stammmütter und Stammväter der SPD, darf man nicht vergessen, der sie den Großteil ihres Lebens angehört haben. Und ich denke, dass also so ein Denkmal, wie das dann aussehen will, das lasse ich mal dahingestellt, dass dieses Denkmal auch eine gewisse Geschichtskorrektur darstellt. Und indem es einfach sagt, nein, das ist nicht euer Erbe, euer legitimes Erbe, das habt ihr euch einfach angezogen. Aber die Wirklichkeit sah ein bisschen anders aus und auch der intellektuelle Horizont von Rosa Luxemburg sah ein bisschen anders aus, als das, was dann im Kommunismus daraus gebastelt wurde. Ehrenrettung auch für die Rezeption des kommunistischen Gedankens und Ehrenrettung vor deren Pervertierung, meinen Sie? Ah, ja. Ein interessanter Aspekt ist in Herrn Kurtosis Buch nachzulesen, kam jetzt heute leider nicht in dem Vortrag vor, der Plan in der DDR, das Denkmal unweit des Werderschen Markts zu errichten. Also ja. Unweit von der ehemaligen Reichsbank, heute Auswärtiges Amt zwischenzeitlich. Das wäre ein anderer Kapitel. Der SED. Ja. Das wäre noch ein interessanter Aspekt gewesen, wenn es jetzt um Vereinnahmung geht, und zwar konkret ausgedrückt in diesem Denkmal, wie die DDR versucht hat, dieses Denkmal sozusagen zu translozieren, ins Zentrum der Macht in der sogenannten Hauptstadt der DDR zu bringen.
Das ist ein Aspekt, den man noch nachlesen kann, der jetzt hier heute leider nicht zur Sprache kam. Darf ich noch mal eine Frage stellen an den Contursi? Was ist für Architekten so schlimm zu rekonstruieren, auch wenn es mal 100% ist und wenn noch 10% noch plastische Fantasie dazukommt? Warum ist das so schlimm? Warum ist das Kannibalismus? Man kann viel bessere Sachen, wenn man etwas Neues macht. Diese Überheblichkeit macht mich sprachlos. Toll. Also ich hätte gerne ihr Selbstbewusstsein. Also. Hui, besser machen. Es gibt so viele Ideen, die man sehr schön umsetzen könnte. Also, ich glaube, es ist legitim, Beziehung mit der Vergangenheit zu nehmen. Aber ich sehe jetzt nicht nur die Notwendigkeit, also generell, im Allgemeinen, mit einigen Ausnahmen, unbedingt so alte Bauwerke wieder ins Leben zu rufen, so wie sie waren. Weil ich sage nicht, dass das Denkmal nicht wieder aufgebaut worden ist. Also mein Projekt, was ich jetzt nicht so im Detail zum Beispiel dargestellt habe, ja, nur ganz schnell. Also das ist auch eine Transformation des Ortes. Das ist auch ein Wiederaufbau, wenn man will. Aber der Versuch ist, eine Beziehung mit dem aktuellen Kontext zu nehmen. Also wir brauchen vielleicht, also das ist mindestens mal, ich weiß nicht, ob ich richtig bin, vielleicht braucht den Bezirk Lichtenberg einen Ort, wo Touristen kommen und können sie mehr Informationen nehmen über die Geschichte der kommunistischen Linke in Deutschland oder über die Geschichte von Mies van der Rohe und der Moderne. Und dann, ich glaube, es macht schon Sinn, etwas dort zu machen, aber ich glaube, was man dort macht, das ist etwas, die schon interessanter sein kann als eine bloße Wiederaufbau. Ich finde, das kann man viel besser auch die Vergangenheit verstehen, wenn man etwas Neues macht, statt einfach ein 1:1-Modell dort zu machen. Ja? Aber wir plädieren doch nicht dafür, dass alles wieder aufgebaut wird. 99,9% des zeitgenössischen Bauens ist zeitgemäß modern und vielleicht 0,1-0,2%. Und da haben Sie trotzdem diese Berührungsangst, weil es irgendwie keine authentische Substanz ist. Muss es denn kontaktmagisch sein, also katholisch, dass eine Reliquie auch noch wirklich mit Blut durchströmt wird, wenn man sie an dem richtigen Tag in die Sonne stellt? Das ist doch nicht aufgeklärt. Ich glaube, das ist so. Ich glaube, das liegt auch an meinem kulturellen Hintergrund, weil ich bin, also ich gehöre auch zu einem Hintergrund, wo ich meine, ich habe Architektur in Italien studiert, ich habe zum Beispiel mit Cesare Brandi beschäftigt. Also ich bin befürworter für einen bestimmten Ansatz, wie man mit historischer Bausubstanz umgeht. Und ich finde, kann man nicht alles so verallgemeinern und immer sagen, okay, wieder aufbauen ist schlecht, immer. Aber man sollte mit viel Aufmerksamkeit sich mit dem Problem befassen. Ja? Weil man sollte versuchen, so easy so Replikas zu machen, die wirklich keinen wo die Elemente nicht ausreichend sind, um eine Replika zu machen. Weil entweder fällt die Bedeutung des Originals oder fällen die Materialien. Mhm. Und bei der Revolution Denkmal, ich glaube, es fehlen ein bisschen die beiden. Es fehlt die Bedeutung, den historischen und politischen Kontext ein bisschen. Und es fehlt auch natürlich die Materialien, ich meine, die Kenntnisse, die wir über dieses Objekt haben. Das ist natürlich eine Meinung, also die auch. Aber als ich Ihr Buch gelesen habe, habe ich gedacht, Sie haben schon ja. die Zeichnung 1:20 in der Schublade und warten darauf, dass hier die grüne Lampe leuchtet in Lichterfeld im Weißen See. Also, dass Sie als Spezialist das muss jetzt gemacht werden, weil ich kenne mich da gut aus. Ich bin nicht sicher, ob meine Isometrie richtig ist. Mhm. Das ist nur ein Versuch, das ist nur eine Hypothese. Also, gut genommen, meine Arbeit, und das, ich sage, ich kenne nicht alles über dieses Denkmal. Mhm. Und das sage ich ganz ehrlich, also ich kenne nicht alles. So viele Sachen kenne ich selbst nicht, weil wir kennen das nicht. Es fehlen uns die Informationen, die Daten. Und was ich in diesem Buch gemacht habe, das ist eine Hypothese, eine Arbeitshypothese, das ist aber keine endgültige Bestandnahme der Situation, keine endgültige Erfassung
dieses Denkmals, weil wie einfach die Daten uns fehlen. Also das zeichnet Sie aus, dass Sie so lauter sind und da Mängel aufzeigen. Es zeichnet aber auch Sie aus, Herr Mönninger, dass Sie da zum Mut zur Lücke plädieren und zum kreativen Umgang mit den Kenntnissen. Ja, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit würde ich schon zum Dank übergehen. Speziell an unsere beiden Referenten, Herrn Mönninger und Herr Contursi. Das waren sehr reiche und bereichernde Vorträge. Und abermals sei darauf hingewiesen, dass im Monat Mai noch eine stärkere Expertenrunde sich hier einfinden wird. Nochmal sei darauf hingewiesen, dass neuerdings glücklicherweise diese Veranstaltung wieder mit Publikum stattfinden können. Das finde ich auch sehr schön. Und Sie sind herzlich eingeladen, sich beim Mies van der Rohe Haus anzumelden, um hier im Mai an der nächsten Veranstaltung teilzunehmen. Vielen, vielen Dank und ich wünsche einen schönen Abend.